Soll ich ehrlich sein? Das schaut ein bisschen aus wie Atomapfel. Nur älter und mit Vollgas gegen eine Wand gemanscht. Ja, doch, so ungefähr kann man das beschreiben. So. Die ganze Charaktererstellung, die werde ich drin lassen. Ihr könnt sie dann ja überspringen, da werde ich euch dann reinschreiben, zu welcher Minute ihr hinspulen müsst, um es zu überspringen, weil es doch auch ein bisschen langweilig sein kann. Aber dann fangen wir mal an. So, wir sind natürlich männlich, wir würden weiblich ausschauen. Blah, geh weg. So, weiter. Afroamerikanisch, asiatisch, Latino oder weiß. Was wird denn am besten für ein postapokalyptisches Spiel passen? Afroamerikanisch, naja. Asiatisch auf jeden Fall nicht. Latino ist eigentlich recht gut für so ein postapokalyptisches Zeugding da. Dann nehmen wir mal den da. Und jetzt, ja, vorgehendes Gesicht machen wir nicht. Alter sind wir natürlich ganz jung. Mit zunehmendem Alter wird das alles bloß ein bisschen gröber und eingesunkener und die Hautfarbe wird so ungesund, komisch, gelb und orange und grün und Zeug. So, dann machen wir mal anpassen. Die Form. Was können wir denn da machen? Grob oder fein? Naja. Da glaube ich. Wir schauen das von vorne aus. Machen wir es mal so. Schmal oder breit. Ja, da lassen wir es in der Mitte. Das schaut das ziemlich scheiße aus. Die Stirn, klein oder groß? Ja, jetzt nimm doch den Riegler. Wie scheiße schaut das aus? Okay, da würde ich sagen, lassen wir es auch mal eher so in der Mitte ungefähr. Lang oder kurz. Schau, das ist wieder. Es wäre permanent irgendwie sauer auf irgendwas. Machen wir mal so, das würde passen. Nach vorne, nach hinten, so, das ändert die anderen Regeln auch ein bisschen. Das machen wir mal, ja, so, oder? Wenn wir das noch ein bisschen nach hinten machen. Ah, passt. Augenbraue, hoch, niedrig. Puh! Jetzt schaut aus, als würde er sich permanent erschrecken. Wie man den Charakter da so hässlich machen kann. Oh Gott. So, lassen wir mal. Nicht so direkt einen halben Zentimeter über den Augen, aber schon ein bisschen so oben, unten, innen. Achso, können wir nochmal. Wie hässlich man das einen Charakter machen könnte. Okay, es ist nichts im Vergleich zu Saints Row 4, aber naja. Wie machen wir es denn? Machen wir es. Ja, lass mal so. Die Augen nach unten oder nach oben. Ernsthaft. Ja, lass mal. Klein oder groß. So müsste es passen. Zusammen oder auseinander. Boah, wie das ausschaut. Das können wir dem doch nicht antun. Ja, so passt's. Nase. Die Nase schaut ja momentan auch ganz komisch aus. Nasenrückentiefe. Boah, könnten wir ihm so eine richtige Hexennase machen. Dafür ändert sich seine Stirn sogar. Schaut aus, als würde man ihm die Nase reindrücken, damit die irgendwie oben aus der Stirn wieder rauskommt oder sowas. Da oben. Am Haaransatz. So, ja, so. Nö. Machen wir mal so. Nach unten oben. So. Flach oder spitz. Ach, das ist wieder von der Seite. Das würde ich dann halt doch eher so lassen. Machen wir doch noch ein bisschen. Nein. Ah, so.
Irgendwie schaut die Nase immer noch komisch aus. So schaut's doch. Ja, so schaut's schon besser aus. Ja, perfekt. Nasenlochneigung, ernsthaft? So, ich habe das Spiel übrigens noch nicht durchgespielt. Ich habe auch erst so, ich glaube, 31% der Achievements. Weil die Welt, die ist einfach nur so übertrieben groß. Und bis man da mal alles gefunden hat, ja, es dauert. Ich habe auch nicht alle Aufgaben, ich habe nicht alles erkundet, ich habe nicht alle Waffen, ich weiß nicht, wo alle Waffen sind. Von den experimentellen Waffen, wollte ich schon sagen. Von den einzigartigen Waffen, weil kenne ich nur die Position von einer ganz genau. Mach ich werde das mal weiter. Und ja, was man da mal alles ausgekundschaftet hat, das dauert Jahre. Ja, okay, Jahre jetzt, ja nicht. Irgendwie schaut das doch noch ein bisschen scheiße aus. So, nein. Höckerhöhe. Ja, machen wir es mal so. Ja, ich habe in dem Spiel auch schon, ich glaube, 130 Stunden bis jetzt, sagt mir Steam zumindest. Und wenn wir das aufgenommen hätten, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich schon um die 500 Folgen. Und ich habe 30% der Achievements. Da sieht man mal, wie viel man aus dem Spiel einfach noch rausholen kann. So, dann lassen wir den mal so. Boah, wie viel es da gibt. Boah. Wie das ausschaut. Wie so ein kleines Kind, dem man keinen Keks gibt, obwohl es einen will. Mäh. Also mal so. Überbiss oder Unterbiss? Nö, das soll weder noch haben. Okay, das schaut jetzt auch irgendwie scheiße. Da, So, ist gut. Den Bart müssen wir dann noch wegmachen, der ist. Ja. Doch ein bisschen komisch. So, Wangen. Boah, wie viel es da einfach jetzt gibt. Konkav oder konvex? So. Das schaut scheiße aus. Das schaut auch scheiße aus. Ja, wobei, das schaut eigentlich ganz okay aus. Lassen wir das mal ein bisschen so flach hervorstehend. Machen wir mal ein bisschen so. So. Und zu guter Letzt Kinn. Gut. Ja, toll, da kann man dann Bart jetzt natürlich nichts erkennen. Also, warte, wie war das vorher? Ich weiß nicht mehr, wie es vorher war. Egal, jetzt gehen wir mal kurz auf weiter. Gesichtsbehaarung. Wie kann man da nicht irgendwo gar nichts machen? Da, nein. Wo war das? Wo war das? Wo war das, wo er gar nichts hatte? Ach, wenn man nochmal draufklickt, dann hat er gar nichts. So, zurück. Nein, nein, nicht zufällig. So, anpassen, Form, nochmal zurück zum Kinn. So, vor oder zurück. Das schaut hässlich aus, das auch irgendwie. Was muss man so. Breit oder abgeflacht. Ja. Gut. Flach oder tief. Da quillen irgendwie seine Augen so raus, wenn man es so macht. Wie es einfach das komplette Gesicht verändert und nicht bloß das Kinn. So lassen wir es mal lieber so. Gut, dann können wir jetzt Ton. Errötet oder blass. Na komm, geh. Naja. Ton dunkel, hell. Ah, ein Gespenst, es läuft. Schaut ja aus, als würde er leuchten. Und lassen wir ihn halt doch lieber so. Bisschen dunkler vielleicht noch. So. So ist gut. Farbe orange-blau. Genau, machen wir so ein blaues Alien oder was? Aber lass das bitte mal. Ich hoffe, ich habe das halbe Zeit nicht irgendeinen Scheiß gemacht, dass er eine komische Alien-Hautfarbe hat oder sowas, aber nö, schaut eigentlich ganz okay aus.
Augenfarbe machen wir grün, hellbraun. Okay, so viel verändert es nicht. Machen wir mal hellbraun. So. Und jetzt endlich weiter zur Frisur. So, fangen wir oben an. Wo ist denn oben? Ach so. Das ist nicht nach Alphabet. Sauberer Schnitt. Ja, wunderschön. Tunnelschlange. Ich sage nichts dazu. Pompadour. Ja, geht so. Sarge. Ja, halt so. Drill Sarge Zeug. Ödländer. Es schaut aus wie Einstein mit geschnittenen Haaren irgendwie. Halbglatze. Wunderschön. Wir machen uns doch nicht freiwillig eine Halbglatze. Kahlkopf. Überkämmfrisur, sanfte Welle, Bürstenschnitt, Zottel, Pterosaurus, Punk, Kriegsfalke, oh Gott. Die Unruhe, Gegenwind, Struwwel, Highriser. Und das war's schon. Aber was nehmen wir uns dann? Da wäre vielleicht Pompadour noch das Beste, auch wenn es irgendwie mit dem Höcker davon ein bisschen hässlich ausschaut. Aber so viele andere gute Sachen gibt es da nicht. Ja, sowas auf jeden Fall nicht. Sanfte Welle, es schaut zu langweilig aus. Oder? Eigentlich könnte man es so lassen. Ja, komm, nehmen wir sanfte Welle. Haarfarbe. Dunkelblond, hellbraun, nussbraun, rotbraun, rotblond, honigfarben, gold, Rosenholz, schwarz, kastanienbraun, stählern, blond. Das da ist doch irgendwie schwarz und nicht dunkelbraun. Egal, lassen wir es mal so. Passt, oder? Ja, würde ich auch mal sagen. Gesichtsbehaarung, kriegt er noch einen Bart. Boah, da gibt es mehr als Frisuren. Abenteurer ist wahrscheinlich das, was wir vorher schon hatten. Rautbart. Ja, komm, das lassen wir gleich so. Den behalten wir. So. Fertig, endlich. Nein, sie gefällt mir nicht, aber ich klicke trotzdem Naja, ja. die meisten Dinge stimmen ja. Die wichtigsten Dinge. Gut, es bringt nichts mehr, sie im Bett zu lassen. Mal sehen, ob sie aufstehen können. Ich sehe nix. Gut. Warum gehen Sie nicht ans andere Ende des Zimmers? Zum Vitalitätstester da drüben. Okay. Immer schön langsam. Ja. Es ist kein Rennen. Darf ich jetzt gehen? Gut. Oh, gehen sollte ich. Gut. Er speichert. Ich weiß, Sieht dass ich ganz mit gut Unschalten aus. umschalten kann. Gehen Sie rüber und probieren Sie den Vitalitätstester aus. So, Sie jetzt können wir merken da schnell, und. ob Sie wieder alle Fähigkeiten beisammen haben. Ja, jetzt können wir da unsere Charaktereigenschaften machen mit so Stärke, Wahrnehmung und so bla. So, Stärke ist immer recht wichtig, weil man da das, weil es das Gewicht schaden. Inventar, genau. Das ist das, was wir da unbedingt brauchen, weil man bei dem Spiel einfach so oft ein viel zu überfülltes Inventar hat. Das machen wir da schon mal. Plus, plus. Strandbully. Tonnenbrust. Nasse Nudel. Herkules, großer Bruder. Da muss ich gute Namen einfallen lassen. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei Tonnenbrust. Vielleicht haben wir später noch was. So, das sind wir momentan auf ein aufmerksamer Aal. Sprengstoff, Dietrich, Energiewaffen, Präzision, Kompass, Reichweite. Präzision, okay. Definitiv. Sprengstoff, gut. Dietrich, gut. Energiewaffen, gut. Präzision, gut. Kompass, Reichweite ist mir eigentlich scheißegal, aber egal. So. Ausdauerwaffen, ja, machen wir mal. Plus 1, das brauchen wir auch. Charisma, haben wir auch noch eins drauf und schon haben wir keine Punkte mehr. Intelligenz, so, das wäre so ungefähr mein richtiges Ding. Nein, Scherz. So, gehen wir wieder normal. Beweglichkeit, Glück. Und das war's. Was wart nochmal zurück? Charisma. So, da haben wir 6 Punkte. Charisma ist halt ziemlich wichtig wegen Reden und Feilschen und Sachen. Intelligenz, Wissenschaft, Reparieren, Fähigkeitspunkte, Medizin. Okay, Intelligenz brauchen wir unbedingt noch was. Also da nehmen wir nochmal was von der Wahrnehmung runter. Intelligent braucht man nicht sein, beweglich muss man sein. Oder? Ah, nein, wollte man nicht. Oder doch, wir wollten intelligent sein und nicht beweglich. So war's. Ah, bringt schon wieder alles durcheinander.
Das hier gibt Schusswaffen, Schleichen, Geschwindigkeit, Aktionspunkte, Regeneration, ja. Und Glück, alle Fähigkeiten, kritische Treffer, gegnerische Patzer. Ja, lassen wir es mal so auf Mittel. Man könnte sich jetzt natürlich auch so einen 10-Punkte-Glück-Typen machen. Dann würden wir wahrscheinlich nur noch Volltreffer landen und den Gegner zerfetzen. Übrigens, was ich noch nicht erwähnt habe, ich habe ja zwar die deutsche Version, die gecuttet ist, aber ich habe den Uncut-Patch und das heißt, man ist wieder im Uncut, logischerweise, wie der Name bestimmt noch nicht gesagt hat oder so, weil man sonst zwar die Tiere in kleine Stückchen schießen kann oder sprengen kann oder was auch immer, aber keine Menschen und Menschen verlieren kein Blut, soweit ich weiß, und Kinder sind unverwundbar und das regelt der Patch, ja, eben so. Machen wir weiter. Wir haben jetzt Stärke 6, Wahrnehmung 6, Ausdauer 6, Charisma 6, Intelligenz 6, Beweglichkeit 5, Glück 5. Ja. Und was sagst du? Ja, das ist ein recht normales Ergebnis. Aber nach dem, was Sie durchgemacht haben, sind das gute Neuigkeiten. Das sagt er so gut wie immer. Wir wissen, dass Ihre Lebenszeichen gut sind. Trotzdem könnten die Kugeln aus Ihrem Gehirn einen Haufen Großhorn-Dumm gemacht haben. Wie wäre es, wenn Sie sich auf die Couch setzen und ein paar Fragen mit mir durchgehen? Um ich schieb zu sehen, ob dich ins Regal. So, Entschuldigung. Okay.